der Professor Bernd Lötsch, den haben wir auch unter uns, den Direktor des Naturhistorischen Museums. Haben Sie Lust, vielleicht einige Worte an uns zu richten? Es ist nämlich so, wenn der Herr Professor seine Sichtweise zur Solarmobilität sagt, dann traut sich eigentlich allein von der Argumentation danach keiner mehr in ein Benzinauto einsteigen. Ja, es ist keine Frage. Das Auto der Zukunft wird auf jeden Fall mit einem Elektromotor fahren, weil der Elektromotor vom Drehmoment, von den technischen Daten, jedem Benziner für den Straßenantrieb überlegen ist. Die Frage wird nur sein, wird man dann an Bord ein kleines Kraftwerk mit einem optimierten kleinen Benziner haben, der als mobiles Kraftwerk mitgeführt wird? Wird man es schaffen bis zur Wasserstofftechnik? Oder werden einfach die Lithium-Ionen-Batterien so gut, dass man damit auch keine Probleme mehr hat? Natürlich ist derzeit die Solarenergie, die Windenergie, die sogenannten Erneuerbaren, das ist sexy, das ist die Musik der Zukunft. Auch die Politik führt die Erneuerbaren im Munde. Wir müssen uns natürlich darüber klar sein, dass sie derzeit bestenfalls eine Nuance der Verschwendung darstellen. Seit wir das Kraftwerk Hainburg unter Rettung der letzten mitteleuropäischen Auen verhindert haben, ist der österreichische Stromverbrauch um 13 Hainburg-Einheiten gewachsen. Seit wir Zwentendorf verhindert haben, um Österreich einen antinuklearen Weg zu weisen, ist der Mehrverbrauch der österreichischen Stromkonsumenten um 7 Zwentendorf-Einheiten gewachsen. Und alle Windturbinen Österreichs zusammen, die wir stolz in den letzten 10 Jahren schaffen konnten, in gemeinsamer Anstrengung, fangen etwa den Verbrauchszuwachs von 2 Jahren ab. Was heißt das? Ohne ein Überdenken von Lifestyle und Verbrauchsgewohnheiten ist der Wettlauf mit uns selbst nicht zu gewinnen. Für Länder hingegen, die derzeit noch kaum Strom haben, ist Wind und Sonne ein Quantensprung nach vorne in den zivilisatorischen Fortschritt. Ich war jetzt gerade für Karl-Heinz Böhm in Äthiopien, habe sein in 27 Jahren entwickeltes Werk für etwa 3 Millionen Menschen als Ökologe zu begutachten gehabt. Es ist ein Überlebensmodell für die Elendsviertel des Sonnengürtels der dritten Welt. Fantastisch. Und da habe ich auch ein Solar Village besucht, wo man den Bewohnern, jeden Bewohner, ein Solarpanel in Größe einer Tischplatte auf das Dukul geschenkt hat, auf das Strohdach oder auf das Wellblechdach. Und damit beginnt für diese Leute eine neue Ära der Entwicklung. Sie haben erstmals eine elektrische Lampe im Haus, sie haben erstmals ein Kühlmöbel und sie haben erstmals Informationselektronik ohne teure Batterien kaufen zu müssen, die sie sich gar nicht leisten können. Das ist die Möglichkeit der Solarenergie und das Gleiche gilt für Wind, zum Beispiel in Äthiopien, in windreichen Gebieten oder in der Mongolei ist eine Windturbine bereits der Schritt in eine Informationsgesellschaft, in Info, Elektronik und alles, was dazugehört. Wir selbst müssen erst lernen, einen Lebensstil zu entwickeln, den wir ohne zu erröten vor der gesamten Welt verantworten können. Und das geht durch das Großprojekt der 10.000 kleinen Schritte, dass 28 verschiedene gewerbliche Branchen eingesetzt werden, um durch intelligente Technik, die längst vorhanden ist, den Verbrauch auf ein Maß herunterzuschrauben, den Stromverbrauch auf ein Maß herunterzuschrauben, den Energieverbrauch runterzuschrauben, der verantwortbar ist. Und dann erst haben unsere Wasserkraftwerke, unsere Windkraftwerke, unsere Solarkraftwerke, auch die Biomassenutzung einen vernünftigen Stellenwert. Und Biomasse
würde ich niemals dazu verwenden, um sie mit einigen Prozent in die Dieseltanks in ganz Österreich zu füllen, sondern eher dazu, um unserer Landwirtschaft eine eigenständige Energieversorgung zu sichern, die nämlich die beste Krisensicherung wäre. Der Bauer, der früher den Haferacker fürs Pferd hatte, der wird halt jetzt seine Maschinen mit Biodiesel fahren. Aber zu glauben, dass man unsere Landschaft mit Riesenplantagen zum Füttern der gesamten Autos Österreich verwenden kann, ist eine völlige Illusion. Damit habe ich einfach nur ein paar Randbedingungen genannt, weil das, was mir an diesen Treffen der Solarfahrzeuge und ihrer Konstrukteure und ihrer Benutzer so gut gefällt, ist, das sind nicht einfach versponnene, technikverliebte Elektrofreaks, die glauben, der Strom kommt sowieso aus der Steckdose. Die KELAG hat uns ja gestern in pädagogischer Weise vorgeführt, dass der Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt. Danke, danke. Jedenfalls, das sind Menschen, die durch ihr Alternativdenken tatsächlich über den Tellerrand hinausblicken und Wege in die Zukunft weisen. Und wenn Sie sagen, das Elektromobil ist insgesamt wesentlich energiesparender als jeder Benzinwagen, dann haben Sie natürlich recht. Aber wir müssen es im gesamten System sehen. Daher werde ich jedes Jahr als eine liebgewordene Gewohnheit zu Ihren Treffen kommen und liebe und gescheite und zugleich witzige Freunde hier treffen. Dankeschön. Danke, Herr Professor, für Ihre Worte. Wir dürfen auch den Gemeinderat.